Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Aliens Colonial Marines. Nachdem wir gerade episch gefailt sind, sind wir endlich im Inneren von ich weiß nicht was, um ich weiß nicht wen zu retten. Hallo, wir waren voll gut. Hier ist Munition. Sehr schön. Okay, O'Neill ist natürlich direkt mal vorgerannt daher. Ach, da bist du. Ja, der macht das immer so. Hey, ist das eine? Ja, das ist die gleiche Tür. Okay. Kurzen so. Scanner Sweep. Hier muss irgendwo ein Audiolog sein. Ja, ich habe ihn gefunden. Der ist hier. So, mal hören, was er uns zu sagen hat. Hier spricht Vorarbeiter Morris. Dies ist der offizielle Nachschubantrag. Ach, was soll's. Ich weiß nicht, wie oft ich es euch bürokratischen Windbeutel noch erklären muss. Aber die gesamte Einrichtung hängt an einem seidenen Faden. Das Einzige, was noch zwischen uns und diesen Dingern steht, sind ein paar tausend Volt in einem elektrischen Zaun um das Gelände. Aber wir haben nicht mal einen Notstromgenerator. Wenn der Zaun versagt, ist das gesamte Gebiet in wenigen Minuten hinüber. Verstanden? Ich brauche die Genehmigung, mindestens drei weitere Zäune zu errichten und den Saft, um sie zu betreiben. Andernfalls gibt es keine weiteren Infos aus eurem lieben Origin, bevor wir alle in wandelnde Brutkästen verwandelt werden. Oh, da war aber jemand stinkig. Ja, Origin ist ja auch nicht so toll. Hier ist nix. Keine Hundemarken, ja. Das wäre doch der ideale Ort, um eine Hundemarke irgendwo abzulegen. Ja, ah, nicht. Da vorne. Im Norden ist eine. Okay. Ich guck noch eben hier rein. Wo, in diesem Raum oder im folgenden? Nichts Schönes gefunden? Nö, ne? Nö, irgendwie nicht. Kannst du auch. Ist nix. Ist das hier ein improvisierter Tischtennistisch? Ich finde, das sieht aus wie eine Cafeteria. Ja, aber die haben hier dann Tischtennis gespielt. Ohne Netz und. Nein, ich hab keine. Ach so. Okay. Da ist eine Rüstung oder so. Und ein Signal. Ich frage mich, was es ist. Sind es Aliens? Aber ich glaube, es sind Aliens. Jetzt haben wir gerade gegen die Söldner gekämpft. Jetzt sind wieder die Aliens an der Reihe. Meinst du? Ja, ist meistens so, ne? Probieren wir es. Oh, das waren Söldner. Okay, aber das waren alle. Oh, ganz viel Munition gefunden. Einfaches Abschalten bringt nichts. Sehr denn schön. Das Notaggregat springt sofort wieder an. Das warte. Funktioniert also nicht. Verstanden, die Sicherung muss weg. Warte. Ich bin mir sicher. Wenn wir die Regulatoren der sechs Zellen zerstören und es dann abschalten, dann springt das Notaggregat an und versucht den Stromkreis zu schließen. Die muss. Und das ganze System hat einen Kurzschluss. Kein Saft für den Sicherheitszaun. Ich sehe den nicht. Dann schmort alles durch. Du nimmst die unteren, ich arbeite hier oben. Vielleicht ist die oben oder Quatsch, unten meine ich? Wird unten sein, ne? Weil er hat ja gerade gesagt, wir sollen die unteren nehmen. Dann gehen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen eben hier aus durch. Dem Fenster, ah. Um hier ein bisschen die Aussicht zu genießen. Ist dir klar, dass wir immer noch näher an diesen Brutdings Ultraschiff da rankommen? Ja, das ist ich schon. Ich gehe schon mal runter. Gedacht, ich komme hinterher. So, hier sind irgendwo Muppets. Ach so, die sind da drin. Ach so. So, jetzt ist hier irgendwo eine Hundemarke? Liegen. Ah, hab sie. In der Kiste. Dort. Ja, stimmt nicht sehr. Corporal C. Nelson. Hier ist ein. Ne, den Audiolog haben wir ja schon. Ah, mein Gott. So. Da hinten ist die Stromversorgung. Ach, hier gehe ich mal rein. Oh. So, hier können wir jetzt was drehen. Möchtest du das machen für die Aufnahme? Was ist das denn da Schönes? Batterie deaktivieren. So, deaktiviert. Und jetzt können wir den Strom abschalten, ohne dass das. Nein, wir müssen doch alle drei machen. Alle drei, ja, Entschuldigung. Ich hab nicht aufgepasst. Und pass auf, du machst das da hinten und ich mach das hier vorne, okay? Was? Das da hinten? Ach, das da hinten. Okay. Hallo? Wie komme ich denn da hin? Ich wurde getroffen! So, noch einer, der.
Hier ist gesichert, ich deaktiviere die Batterie. Ich bin auch fertig. Da hört selbst der Duracell-Hase auf zu bammeln oder was auch immer. Also ich bin fertig. Ja, wo ist der Ausgang? Ich bin gefangen, Hilfe, ich finde den Ausgang nicht mehr. Ach da. Und jetzt komm, dich abholen. Müssen wir oben in den Kontrollraum. So. Der Xeno ist euch klar, was wir damit machen? Überrennen. Wollt ihr das den Leuten da draußen wirklich antun? Die haben doch keine Chance. Hätten sie sich vorher überlegen sollen, dass durch ihre Taten 300 Marines in den Tod geschickt werden. Tu es. Möchtest du? Ah, ich bin so böse. Ich würde sowas nicht machen. Nicht nur du. Irgendwie habe ich jetzt gerade voll das schlechte Gefühl. Oh, Mission zu Ende. Das ist ja eine kurze Folge. Das ist, was mache ich denn da jetzt mit der Folge? Egal, die schneide ich dann einfach mit der nächsten zusammen. Und dann seht ihr jetzt im Anschluss sofort die nächste Folge. Trotzdem sage ich jetzt erstmal Tschüss. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Aliens Colonial Marines. Wir setzen unsere Kampagne fort und machen uns jetzt auf in das Bollwerk. Natürlich ist Taldirik wieder mit dabei. Kennst mich. Es geht los. Ladescreen. Sie können mit dem Abwerfen einer scharfen Granate warten. Vergessen Sie es nur nicht. Sulaco Axel, Winter hier auf dem Weg zur Geiselbefreiung. Wonach genau suchen wir, Sir? Roger, das Register beschreibt ein Sicherheitsmodul auf der anderen Seite der Struktur, wo der Marine von Rayu gefangen gehalten wird. Holen Sie ihn zurück. Waffen bereit! Bewegung! Ja, wir hatten ja schlauerweise den Zaun abgeschaltet. Ja, guck mal da draußen. Es wird hier alles von Aliens überrannt. Oh, oh. Das sind diese Spitter, die kämpfen da gegen die Soldaten von Weiyu. Ich bin ja mal gespannt, wie es ausgeht. Wer wird gewinnen? Sieht so aus, als würden die Soldaten das Rennen machen. Aber da kommen noch mehr Aliens. Oh, 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 oh. Ich nehme seine linke Seite vor. Ich glaube, er nimmt sich seine linke Seite vor. Schön, dass die Scheiben so stabil sind, ne? Da fühlt man sich gleich viel besser. Ich mach die Tür hinter uns zu. Vor uns ist ein Audiolog irgendwo. Da muss das drin sein. Ja, ich sehe ihn. Tschüss O'Neill, du kannst ja schon mal vorgehen. Vorhergehende Versuche, eine lebende Xenomorph-Königin zu entwickeln, waren erstaunlich erfolgreich. Zwar konnten wir uns keine weiteren Erkenntnisse über die Kontrolle ihres Nachwuchses verschaffen, doch sie produziert mit Regelmäßigkeit Eier. Die Beruhigungsmittel, die wir ihr in ihrer Nahrung verabreichen, scheinen sie fügsam zu machen. Ja, zumindest etwas. Klasse. Haustiere, die ich mir nicht halten möchte. Ah, irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Warum konzentriert sich alles auf dieses Modul? Die Xenos wussten, dass sie herkommen müssen. Oh nein. Woher wissen die denn, worauf die sich konzentrieren? Wir haben gerade mal aus dem Fenster geguckt und ein bisschen Kampf gesehen, okay. Und Neil weiß sowas. Oh, ich sehe was, ich sehe was. Und ach du Scheiße. Axel, sehen Sie das? Ja, Winter, das Bild ist verwackelt. Was ist das? Das ist die Königin. Wiederholen Sie das, O'Neill. Sagten Sie Königin? Nein. Wie würden Sie es denn sonst nennen? Sie legt Eier. Huhn. Nein, oh nein. Oh, alles Teufel. Ich wusste es, ey. O'Neill, gehen wir mal. Die Wissenschaftler. Boah. Och, du Kacke. Das Gas soll sie ja irgendwie ausschalten, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht.
Es haltet aber uns aus. Ich gehe da jetzt einfach weiter, ne? Oh, ja. Oder auch nicht. Ich habe irgendwo hier Bewegung. Ich glaube, wir müssen da runter, ne? Ist da eine Leiter? Ich. Nein. Springen? Ja. Aua. Hier geht's weiter. Oh, die klopfen an die Fenster. Oh, sie haben klopfen. An die Fenster. Die werden an die Fenster geklopft. So. Ich renne mal ganz schnell am Glas vorbei. Oh. Guten Tag, Frau Königin. Bleibt da drin. Müssen wir da weiter? Ja, ne, wir müssen in die Richtung weiter. Oh, Scheiße. Okay, aber das Signal bewegt sich immerhin nicht. Kann ich die Tür schließen? Natürlich kann ich die Tür nicht schließen. Warum habe ich das Gefühl, dass uns dieser Gang der Königin näher bringt, statt von ihr weg? Oh, da kommen wir nicht durch. Die kann man zumachen. Schon geschehen. Retten Sie den gefangenen Marine. Das geht nicht. Oh, ich habe gerade total die Frame-Einbrüche. Oh! Oh! Das war gar nicht Muni. Ich dachte. Ich halte mich mal ein bisschen die Viecher vom Leibwächter oder wen auch immer. Irgendwen auf jeden Fall gerade fertig machen. Noch einer vernichtet. Ja, das sind die dahin, das sind die Bösen. Guck mal, mein Battle Rifle wieder Munition hat. Jo, super. Komm her. Kämpfen uns mal langsam nach vorne. Ja, guter Plan. Guck ich mal um, ob hier irgendwelche Marken oder sowas rumliegen. Hab ja gemerkt, meistens da, wo Action ist, da liegen noch Marken. Aua, wer schießt denn da auf mich? Ach, Alter, da. Aua! Ja. Oh, ich krieg noch mehr Damage hier. Von wo kommt das? Ach, da lebt noch einer. Ich glaube, der lebt noch. Genau. Schnapp ihn dir. Der ist rechts neben ist dir. Ist tot. Ist tot. Wunderbar. So. Kurz kontrolliere erstmal alles auf Marken. Hier hinten sind keine mehr. Ich habe irgendwo Bewegung. Ah ja, jetzt ist er. Oh, da ist wieder zwei. Übel enden, ey. Gibt es neue Informationen zu dem Marine? Haben Sie ihn gefunden? Ja, wir sind dabei, Chef. Wir sind dabei. Negativ. Ah, das ist ein großer. Ach, er ist tot, okay. Ah, sehr gut. Das war super. Fies. Das habe ich gebraucht. Jetzt habe ich wieder alles voll. Ich glaube, ich kann hier hinten rum. Verbünden wir uns nicht mit denen, weißt du? Das verstehe ich nicht. Okay, das sind unsere Feinde. Ja, toll, aber die Aliens sind noch dreimal mehr unsere Feinde. Ich hole mir da ein bisschen Munition, die da noch rumsammelt. Sehr schön. Auf dem Dach. Ach, sag mal.
Hätte eigentlich der Schwanz abfallen müssen. Ich bin tot. Ich hab ein Alien gerade auf dem Hals. Ich komme sofort, dich zu retten. Ja, lass mich halt. Noch ein Alien. Ich feuer mal mit drauf. Steh auf. Ist wieder aufgestanden? Ja. Ah, komm ab, du. Ich lieg schon wieder. Was soll das denn? Ich muss nachladen. Oh, fuck. Ich hab's tot gemacht und jetzt bin ich tot. Oh nein. Nein, und ich hab noch, ich bin quasi tot. Da ist ein Medipack. Da muss ich irgendwie drankommen. Da lebt aber noch einer von den. Da ist ein Spucker, Vorsicht! Boah! Ist hier drin irgendwas? Da kannst du durchlaufen. Ich hab da erstmal. Da kannst du durchlaufen und die flankieren. Da ist hier vorne ist aber das Medipack, das will ich haben. So, ich renne jetzt, ich hol mir das. Und die hält ja problemlos in hinter Schach dir. Hier. Kein Ding. Ja, der ballert da voll drauf und das Ding geht einfach nicht tot. Ja. Gut, jetzt gehe ich. Da hinten habe ich auch noch Ziele, naja, egal. Nee, ist ein putziger kleiner Raum. Guck nach Hundemarken. Bewegung da vorne, die kommt aber nicht näher. Na, O'Neill hat gesichert. Schwupp. Kommt hoffentlich gleich der nächste Kontrollpunkt. Da müsstest du wieder unter die Lebenden zurückkehren. Na, da ist auf jeden Fall das böse Alien-Schiff, also wird wohl der nächste Kontrollpunkt nicht fern sein. Ich brauche Rüstung. Hallo Rüstung. Was haben wir hier? Da ist eine Marke. Zählt die jetzt für dich auch als gefunden? Also ich hatte da gerade was aufleuchten, aber ich weiß nicht, ob das war. Ist ja nicht so wild, sonst gehe ich hier nachher nochmal durch. Ist ja kein Ding. Ja, gehst du halt alleine nochmal hier durch. Ist ja überhaupt kein Thema. Bin ja auch ein Pro. Ach, apropos, warte mal, bleib mal stehen. Ich glaube, die Fässer, die jetzt direkt vor dir sind, ne? Die kannst du ja in die Luft jagen. Die da, ne? Ja, aber die Gegner wissen das auch. Ich bin, als ich die Solo-Mission gemacht habe, daran dreimal gestorben. Oh. Deswegen, nur dass du es weißt. Haben sie ja doch KI eingebaut, wa? Mann, oh Mann. Ja. Ach, du Kacke. Oh, Vorsicht. Das ist ein Spitter. Meine komplette Rüstung ist schon wieder weg. Ja, das ist witzig. Wenn du getroffen wirst, fällt Rüstung. Sehen. Komm da nicht hoch. Oh, da ist hinten ein Eingang zum Schiff. Ja, jetzt weiß ich auch, warum die so komisch leuchten. Warum? Damit man die überhaupt sieht. Ah, das ist ein Dicker. Vorsicht. Pack da mal eine Granate drauf. Ich hab hier mit der Waffe keine Granaten. Ich will nicht. So, okay. Schon erledigt. Wenn ich jetzt anfange, die Wurfgranaten zu verwenden. Oh. Da schieße ich die lieber ab. O'Neill, Vorsicht, das Vieh lebt noch. O'Neill? Was interessiert den doch nicht? Boah, wie hält das aus, ey? Ja, du spielst auf Veteran. Ja, das ist noch nicht der höchste Schwierigkeitsgrad. Nee, Vorsicht, da ist einer. Vorsicht, direkt vor dir. Der kommt vom Eingang. Ich renne. Ja, der kommt direkt auf dich zu. Ach so, ganz weit weg noch. Ich dachte, der steht schon. Nein, dann hätte ich geschrien. Das waren jetzt 6 oder 7 Schuss und O'Neill hat auch noch drauf gehalten. Aber irgendwie ist O'Neill sowieso zu fast gar nichts. Ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt Damage macht oder. Los, da rein! Medipack, sehr gut. Oh. No. Holla. Die große Schrotflinte. Kurz umgucken.
nichts Spannendes zu sehen. Ich dachte, da muss ich rein, wo ich jetzt hinlaufe. Ja, ich glaube auch, da ist immerhin grün. Da müsste jetzt da ein Kontrollpunkt. Oh, scheiße, guck dir das an. Ey. Das sieht aus wie so ein Tempel von einer Sekte oder so. Der teleportiert sich schon irgendwie hier rein. Ah, und du auch, sehr schön. Sag mal, sehe ich eigentlich irgendwie anders aus? Moment, ich gucke sofort, ich wechsle wieder zum Pulsgewehr hier drin. Wie sahst du denn vorher aus? Das weiß ich ja nicht. Ich dachte, ich sehe jetzt aus wie Hicks. Nee, du hast immer noch so einen Irokese. So, jetzt sind wir am Arsch. Hallo und willkommen bei Prometheus. Okay. Wo ich das sage, ich bin jetzt auch gleich so weit, dass wir einen Cut machen. Ja, dann lass es doch am besten jetzt einfach hier machen, weil, ne, noch leben wir. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.